Herzlich willkommen aus dem Kloster Schöntal. Hier läuft seit gestern die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Barmherzigkeit ist ein großes Thema und ein Fachmann für Barmherzigkeit steht bei mir. Weihbischof Ulrich Bohm aus der Diözese Würzburg ist der Beauftragte der Bischofskonferenz für das Heilige Jahr, das Jubiläum der Barmherzigkeit. Herr Bischof, seit gut 2 Monaten läuft dieses Heilige Jahr jetzt. Ist es bisher ein gutes Jahr gewesen? Es war ein gutes Jahr. Ob ich ein Fachmann bin, das weiß ich nicht. Ich glaube, im Blick auf die Barmherzigkeit, da ist jeder Schüler und wer auch immer, ob Bischof, Papst, die Gläubigen, sie sind Schüler der Barmherzigkeit, wenn sie das tun, was uns Papst Franziskus ans Herz gelegt hat, dass wir sozusagen auf Gott schauen, der uns in Jesus Christus sein Gesicht zeigt. Und da sind wir im Moment bei der Bischofskonferenz. Ich denke, wir hatten heute ein großes Thema, die Frage der Flüchtlinge. Morgen wird das nochmal ein Studientag sein. Und ich denke, da holt uns die Barmherzigkeit ganz mächtig ein, ohne am Anfang des Jahres, dass man das schon wissen konnte, was da alles auf uns zukommt. Was haben Sie denn bislang schon gelernt zur Barmherzigkeit aus den Diözesen? Was sind denn die Rückmeldungen von Ihren Mitbrüdern bisher? Gut, ich denke, in ganz, ganz vielen Diözesen sind zum 3. Adventssonntag, war das, glaube ich, sind die Türen der Barmherzigkeit geöffnet worden. Und es ist ja ein wunderschönes Bild, was vielfältig aufgegriffen wird. Selbst wenn der Heilige Vater eine Tür der Barmherzigkeit geöffnet hat zu einem Obdachlosenheim, dann ist das ja weit mehr als nur ein geistliches Tun, sondern es wurden sozusagen die Portale geöffnet für die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Und dann gibt es ganz, ganz viele Initiativen, ob das die Bibelarbeit ist oder jetzt in der österlichen Bußzeit, wo viele Exerzitien gehalten werden. Das kann man eigentlich alles gut auf der Website der Deutschen Bischofskonferenz nachgucken, welche und wie viele Initiativen es da gibt. Ein besonderes Anliegen des Papstes ist es ja, sein Wirken in Rom auch in die Welt strahlen zu lassen. Am Aschermittwoch hat er deshalb die Missionare der Barmherzigkeit ausgesandt im Petersdom, darunter 19 Deutsche. Wie werden die denn in Deutschland? Sind mittlerweile mehr, ja, die Zahlen wurden korrigiert. Wie werden die denn in Deutschland konkret tätig werden? Können Sie das sagen? Ja gut, zum Teil wird es so sein, dass es überall, in der Regel sind das fast immer die Beichtväter in den Kirchen, da wo die Wallfahrtskirchen sind oder wo besondere Kirchen sind in den Diözesen. Ich denke, ein wichtiges Portal oder Tür der Barmherzigkeit ist das Portal des Herzens, der inneren Umkehr, und da werden sie dann sein. Und ob sie dann nochmal besonders angefragt werden, das wird daran liegen, was da in den einzelnen Diözesen oder auch in den Gemeinden passiert. Was ist Ihr besonderes Anliegen mit Blick auf dieses Heilige Jahr, jetzt vor allem in der Fastenzeit? Was soll dabei rauskommen? Ich denke, es soll eigentlich das dabei rauskommen. Es geht um das eigene Herz, dass wir das offen machen für Gott und für die Menschen. Und dass wir selbst spüren, dass uns der barmherzige Gott begegnet. Und ich denke, es gibt wohl keine tiefere Begegnung als die, wenn wir zum Priester gehen. Die Beichte ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Ort, wo wir Gottes Nähe und seine Barmherzigkeit erfahren. Und ich denke, das wird in ganz, ganz vielen Gemeinden der Fall sein. Welches große Highlight erwartet uns jetzt noch in diesem Heiligen Jahr der Barmherzigkeit? Gibt es da eine große Feier, auf die wir uns jetzt besonders freuen dürfen? Ich denke, ich bin eigentlich gar nicht so im Blick auf die Highlights und diese großen Dinge. Die Barmherzigkeit, wenn wir darauf schauen, sie macht eher für das eigene Leben und ich hoffe auch für die Kirche bescheiden und demütig. Ich habe das immer so gesagt, es wird nicht gut gehen und tut auch nicht gut, wenn wir die Barmherzigkeit vor uns hertragen, wenn wir sagen, wie barmherzig wir so sind und was wir so alles können. Ich glaube, das geht nicht gut. Ich denke, wenn wir insgesamt von oben bis unten und von unten bis oben, wie man es auch immer sieht, wenn wir demütiger und bescheidener werden und wenn wir alle miteinander auch spüren lassen, ich habe den barmherzigen Gott nötig.
denkst, so wie das Papst Franziskus in seinem kleinen Büchlein, der Name Gottes ist Barmherzigkeit. Wie viel erzählt er davon, wie er selbst Barmherzigkeit erfahren hat und wie viel er gelernt hat von den Menschen in seiner Diözese damals in Buenos Aires. Und wenn wir das so haben, das ist eigentlich das größte Highlight. So hoffe ich, finde ich. Es wird eigentlich sowas sein, ein besonderer Tag wird ganz bestimmt nochmal im Jahr der Barmherzigkeitssonntag sein, am zweiten Ostersonntag. Und es ist ja die Begegnung von Thomas und Christus, und der hört nicht mit einem großen theologischen Traktat über die Christus- und Gottesbegegnung auf, er hört eigentlich auf, oder diese Begegnung hört auf mit dem ganz, ganz kurzen Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Und wenn uns das ehrlich, leise und still über die Lippen geht, ist das das größte Licht oder das größte Highlight, was uns im Leben passieren kann. Sicher auch ein spannendes Programm jetzt für die nächsten weiteren Beratungen bei der Vollversammlung. Herr Weihbischof, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei den Beratungen und Ihnen und euch ein wunderbares, barmherziges Jahr.